Laurent Jans, herzlich willkommen zum Nachschlag nach dem Heimspiel gestern gegen RB Leipzig. Das Spiel ging mit 2:3 knapp verloren. Wie siehst du jetzt einen Tag nach dem Spiel die Partie gegen Leipzig? Ja, ich denke, wir haben da ein bisschen zwei Gesichter gezeigt in dem Spiel. Erste Halbzeit sind wir gar nicht ins Spiel gekommen. Es war eine sehr komplizierte Halbzeit. Ja, wir haben die Bälle nicht richtig angenommen und das Zweikampfverhalten war nicht gut genug. Gegen solche Mannschaften muss man von der ersten Minute an wirklich Vollgas geben und vor allem in den Zweikämpfen zeigen, dass man da ist. Und das haben wir nicht gemacht. Aber nichtsdestotrotz haben wir nach der ersten Halbzeit eine gute Reaktion gezeigt. Wir sind immer besser ins Spiel gekommen und, glaube ich, auch verdient nochmal rangekommen. Und ja, es ist leider schade, dass wir dann trotzdem nichts Zählbares mitgenommen haben. Du sagst es selber, dass der Start in die Partie war nicht so wie gewünscht. Was habt ihr euch dann in der Halbzeit explizit vorgenommen, um ja, das Spiel nochmal in eure Richtung zu biegen? Ja, ich denke einfach, die Duelle mehr anzunehmen und aggressiver zu spielen. Wenn man in den Duellen sich präsent zeigt, dann merkt der Gegner das auch und dann steht er auch mehr unter Druck natürlich. Und das hat man auch gesehen. Danach, als wir Druck ausgeübt haben, hat Leipzig auch Fehler gemacht. Die haben auch viel Pässe gespielt und so sind wir auch zu unseren Toren gekommen. Und ja, deshalb, wie gesagt, man muss auch gegen die Gegner, muss man von der ersten Minute an immer voll konzentriert sein und dann sieht man, dass man auch da was möglich ist. Jetzt habt ihr zwei Spiele hinter euch, wo ihr wirklich zwei Halbzeiten, also jeweils eine Halbzeit lang, furios gespielt habt gegen diese Gegner. Was überwiegt jetzt eher, dass es bitter ist, dass ihr aus den Partien nur einen Punkt mitgenommen habt oder eher der Mut, dass ihr wisst, auch gegen Gegner mit dieser Qualität seid ihr in der Lage, euer Spiel durchzubringen? Ja, ein bisschen von beidem. Ich denke, dass wir natürlich auch schon auf die zwei Halbzeiten aufbauen können, das ist ganz klar, aber gegen solche Mannschaften oder egal gegen welche Mannschaft muss man 90 Minuten Vollgas geben und eine Halbzeit reicht dann eben nicht und das hat man auch gestern wieder gesehen und ich denke, natürlich können wir darauf aufbauen. Wir haben eine super Reaktion gezeigt nach dem 3-0, wo es nicht einfach war, denn es war natürlich auch schwierig, dann wieder aufzustehen, aber das zeigt den Charakter unserer Mannschaft aus und ja, darauf bauen wir jetzt auf, um uns so gut wie möglich auf das nächste Spiel gegen Bremen vorzubereiten. Kommen wir zu dir persönlich. Zu Beginn des Monats gegen Hoffenheim bist du zur Halbzeit reingekommen, zu deinem ersten Bundesliga-Einsatz, hast danach die restlichen drei Spiele des Monats dann auch von Anfang an gespielt. Was hast du persönlich mitgenommen aus diesen Spielen? Was hast du gelernt aus deinen ersten Bundesliga-Einsätzen? Ja, zuerst mal bin ich sehr zufrieden und sehr glücklich, dass der Trainer mir das Vertrauen geschenkt hat. Das ist klar. Ich versuche es dann jeden Tag im Training und auch in den Spielen zurückzuzahlen. Ich weiß, dass es nicht ganz einfach ist momentan, auch da wir die Resultate nicht so wirklich da sind. Aber ja, deshalb sage ich auch, dass wir Spieler vorangehen müssen. Wir müssen jeden Tag, jede Minute auf dem Platz zeigen, dass wir wollen. Und ich bin super glücklich, dass ich jetzt der Mannschaft so gut wie möglich helfen kann. Und das ist auch mein Ziel, der Mannschaft so gut wie möglich auf dem Platz wie auch neben dem Platz dann zu helfen. Blicken wir jetzt noch einmal nach vorne. Am Sonntag steht das nächste Spiel an mit dem Auswärtsspiel bei Werder Bremen. Was erwartest du von diesem Gegner und von den 90 Minuten? Ja, das wird wieder ein sehr schweres Spiel, vor allem auswärts. Ich glaube, Werder Bremen ist zu Hause eine sehr starke Mannschaft und wir wissen, wie stark sie ist, die Qualität, die die Mannschaft hat, aber nichtsdestotrotz haben wir auch jetzt gesehen, gegen Dortmund oder auch gegen Leipzig, dass wir, wie gesagt, wenn wir 90 Minuten das abrufen, was wir auch gestern die zweite Halbzeit abgerufen haben, dass wir mithalten können. Und jetzt liegt es an uns, dann auch einmal ein Spiel von der ersten bis zur letzten Minute, bis der Schiedsrichter wirklich abpfeift, dann das zu zeigen, was wir können. Und dann bin ich guter Dinge, dass wir auch in Bremen was Zählbares mitbringen können. Dann gute Trainingswoche und viel Erfolg am Sonntag. Vielen Dank.